sprech mich an, Junge. Daniel, was geht? Was ist denn der? Lauer. Genau. GTX Mountain Boot hier. Um diesen Schuh geht also jetzt. Ne? Also der Leute, der, dieser Stiefel hier. Erste ne? Frage: Wie lange hast du diesen Stiefel? 3 Jahre, wollte ich gerade sagen. Beschreibung habe ich ja gerade gesagt. Modellbeschreibung ist in der WX Variante, ja, hier extra wide. Mhm. Hier oben hält der Schuh an dem Band, hat er bei mir gehalten. Das ist wichtig, das war oft bei mir bei Schuhwerk vorher, dass die Stiefel dann aufgrund meines Senkspreizfußes hier unten dann aufgeplatzt sind. Das hat an dem Stiefel hier gut funktioniert. Das Leder an sich, das ist auch noch wasserdicht. Das hat auch gut funktioniert. Hier siehst du mal so, das hier ist ganz wenig beansprucht. Sieht, fühlt sich fast noch an wie am ersten Tag an den Stellen. Ist jetzt keine Schuhwichse drauf, ist einfach so vom Fuß weg. Das mal, als das gut ist, ein 4-Jahreszeiten-Stiefel. Ich habe den jetzt seit 3 Jahren auch im Winter regelmäßig an und ja. Was sieht man denn hier vorne an der Sohle immer so sehr? Das ist das Fenster oder was? Genau, das ist das Fenster, damit man mal was rausgucken kann nach hinten. Sag ich mal. Wie viel Zentimeter ist denn das? Ich pass auf, ich habe im Moment, ich bleib mal positiv, so einen ganz watscheligen Watschelgang, ne, wenn ich hier mit am Laufen bin. Die Sohle hält immer noch. Also sie hält noch. Das hier ist alles so eine Extrasohle, ne, wie jeder Stiefel so eine Extrasohle hat, die extra gut ist und die sieht halt nach 3 Jahren bei einem, ich sag mal 150 Kilo Typ, da ist schon da oben ein bisschen Luft vielleicht, da habe ich halt, weißt du, was willst du halt sagen, ne? So sieht der aus, so sieht der aus. Darauf musst du dich einrichten, wenn du diesen Stiefel kaufst und so nutzt wie ich, in meiner Kampfklasse unterwegs bist, sieht der so aus. Ich muss dazu sagen, bei den Vorgängerstiefeln habe ich noch vermieden, Zaunpfähle und sowas mit den Stiefeln viel rein zu, habe ich viele Zaunpfähle noch reingestampft selber und hatte dann hier diese Sohle auch oft gebrochen. Das ist bei dem Stiefel hier nett, obwohl ich wieder ein paar Zaunpfähle mehr reinstecke mittlerweile. Also, das ist noch auch noch was Gutes. Die Sohle hier, das hier, das ist echt gut. Diese letzte Sohlenschicht, dieses alles, was so stoßdämpfend und so weiter wirkt, das fängt klein an und dann geht das los. Du spürst das quasi am Fuß beim Laufen, wie das alles immer weicher und instabiler wird. Ja. So. Und das von beiden Schuhen so, die eine Sohle da, oder? Das rausgebrochene, kannst du nochmal rumdrehen? Was denn? Nochmal? Dieses hier vorne, dieses rausgebrochene, ist das an beiden Schuhen so? Ach so, warte, ich muss gerade den anderen Schuh suchen. Ich hab gerade gesehen. Wir bitten um kleines. Warte, soll ich mal von jeder Seite gucken? Wo hab ich denn jetzt den anderen? Habe ich den schon hochgeholt? Ach, hier. Okay, supi. Jetzt kommt der zweite Schuh. Vielen Dank. Guck. Den anderen hier, den hatte ich mir eben schon angezogen, deswegen. Zeig mal da. Das ist ja wahrscheinlich eine der interessantesten Sachen. Boah, da kann man richtig durchgucken, Leute. Ich bin links ein bisschen schwerer wie rechts. Hat was mit dem Gehirn zu tun. Ja. Das gleiche kannst du zu diesem Schuh auch sagen, ja? Zum also, linken kannst Fuß. Kannst du ja angucken, ne? Ich gehe auch noch, es geht jetzt. Jetzt so mittlerweile ist er, also der ist schon so gut eingewatschelt, ne, auf meine Bedürfnisse. Hinten in der Fersen, hinten direkt, quasi an der Spitze des Fußes, ne, an dieser Sohle. Da habe ich noch sehr hohen Widerstand. Und hier innen drin, da drückt es gut. Also ich muss echt sagen, also so wie das hier ist, ich brauche quasi einen kleinen Stöckelschuh, ne? Wenn ich mir das so angucke. Also spielt das jetzt sogar, findest du das gut, dass das jetzt da so ist, oder? Was soll ich sagen? Ich finde gut, dass ich den Schuh heute immer noch anziehen kann. Ich kann gleich zu Michau fahren, kann den Schuh immer noch anziehen.
Das Ding hat 200 und irgendwas gekostet. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht war es sogar ein bisschen drunter, weil wir Goldkundenstatus hatten bei ASMC zu dem Moment, als wir die Schuhe hier gekauft haben. Und ja, das kriegst du halt dafür. Und das ist auch, denke ich, ganz gut. Du hast diesen Schuh 3 Jahre. Ja, knapp. Und von 10 Punkten, wie viele Punkte würdest du diesem Schuh geben? Spontan 9. Das ist ganz gut. Ja, das ist gut, aber als ich nochmal nachgedacht habe, geht immer weiter runter. Also 9 Punkte. Jo. Ja. Wie viele Punkte gibst du dem Schuh da jetzt? Wie jetzt? Wie viele Punkte? Neun. Hör mal, ich kann froh sein, dass ich, wenn ich noch laufen kann hier mit, ehrlich. Guck mal, da ist ja nicht mehr viel, wie man das hier sieht, aber ja, du kannst, halten tut halt mal in Richtung noch. Fenster bitte, also so, dass man durchgucken kann. Wie, ach so. Genau, guck da. Da könnt ihr richtig durchgucken, Leute. Krass, ne? Wir müssen da dran. Ja. Heftig. Okay, also das war dein... Auch hier bei dem Stiefel siehst du ganz genau, dass das Band hier hält. Ne? Also das finde ich wirklich... Der Julian hat gesagt, du kannst jetzt aussuchen, wie du das Video machen willst, positiv oder negativ. Ich habe ja schon immer mal wieder auch einen negativen Kommentar zu den... Mal was Negatives. Jetzt wurde mich erinnert. Ich stehe halt nicht auf diese ganze hier mit Gore-Tec und Wasser und synthetisch und geruchsneutral, weil, naja, am geilsten finde ich, es gibt einen Stiefel, den hatte ich auch schon oft am Fuß, und wenn das hier innen drin komplett aus Leder ist, dass der ganze Stiefel aus Leder ist, ne, das ist, ich weiß nicht, das ist mein Lieblingsstiefel, ein Lederstiefel. Ja. Und wenn du hier so ein, das ist halt immer synthetisch, diese ganze atmungsaktiven Membranen und sowas. Und das hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich bin eher der Typ, der das Rustikale mag. Ich würde mir wünschen, einen Stiefel am Fuß zu tragen, wo ich jetzt einfach zum Schuster gehen kann. Der macht mir hier wieder eine neue, richtig geile, super Sohle drunter, und gut ist es. Also kannst du diesen Schuh jetzt nicht einschicken lassen und Loa repariert dir den? Ach, das haben wir ja probiert mit deinen Schuhen, als die ein Jahr alt waren, und da hieß es schon, die Sohle zeigt Abnutzungen, die, weiß ich nicht, auf einen nicht normalen Gebrauch oder sowas hinweisen, keine Ahnung. Da war für mich so ein Punkt, wo ich zu mir gesagt habe, das finde ich mit Lower, die Arbeit mit Lower, die macht mir ab jetzt keinen Spaß mehr. Mir macht keinen Spaß auch zu sagen, dass das hier ein guter Schuh ist. Aber das hier, was ich jetzt an Positiven gesagt habe, dazu kann ich stehen. Und Leute, die bereit sind, dafür das Geld auszugeben und, sagen wir mal, vielleicht doch schon ein Jährchen früher die Schuhe dann wieder auszusondern, warum nicht? Ja, also, das ist bestimmt ganz oben die oberste Kampfklasse, so im Konsumerbereich. Ja, das auf jeden Fall. Ganz oben fährt der Schuh mit. Aber es gibt garantiert Stiefel, und da freue ich mich drauf, die mehr Leder haben, weniger Plastik und die vielleicht auch von der Reparaturfreundlichkeit besser sind. Ne? Guck mal, der ist ja eigentlich hier, das Leder ist ja noch gut. Du müsstest jetzt nur die Sohle abmachen können. Und da sagt Lower, ja, weil jetzt hier das Ding hier darf schon irgendwas nicht überschreiten. Ne? Und wenn hier unten was mit ist, dann ist der Schuh quasi Totalschaden. Kaputt. Und das ist ja hochwahrscheinlich, dass wenn ein gewichtsschwerer Mensch hier drauf rumlatscht, auf so einem Schwamm-Gummi-Gemix hier, da das irgendwann auch mal bruchig und porös wird. Da könnte man ja hier auch irgendwie was Modulares. Ich bin kein Schuhfabrikant, ich habe keinen Bock damit, mir den Kopf zu machen, soll es schlauer überlegen. Wenn er was wisst, könnt ihr mich mal anrufen. Daniel, ganz kurze, schnelle Zusammenfassung in 40 Sekunden. Ja. Guter Schuh, ist es Geld wert? Du ziehst nur jetzt an. Ich würde mal ungern nochmal kaufen. Okay. Ich muss aber heute los damit. Das Ding ist 3 Jahre an meinen Füßen. Ich kann dankbar sein, dass ich jetzt heute diesen Stiefel habe, weil ich muss in eine Metallwerkstatt. Und jetzt da mit Kräuterschläppchen oder barfuß oder irgendwas. Das macht gut, Leute. Danke für Zugucken. Macht's gut, Leute.
Schreibt was drunter. Genau. Leute. Wie sind eure Erfahrungen? Was könnt ihr sagen? Das war's. Ciao, Leute.